Moin Leute, heute aber mal wieder am Bambus und heute zeige ich euch die heute zeige ich euch einen Merch-Glitch. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die, die euch noch nicht abonniert haben, abonniert mich, verpasst die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal ein Fahrzeug, was ihr generell merchen möchtet. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach hier das neueste Fahrzeug aus dem DLC, damit ihr seht, dass dieser Glitch auch wirklich funktioniert. Und ihr braucht natürlich auch ein Geberauto. Was bedeutet Geberauto? Naja, ihr braucht ein Fahrzeug in eurem Besitz, was schon die ganzen geilen Tuning-Teile hat. Also am besten gemoddete Lackierung, gemoddete Felgen etc. 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 Außerdem müsst ihr hier auch die Möglichkeit haben, im LSK mit einem Sprintrennen zu starten. Und ihr braucht für diesen Glitch auch ein bisschen Kapital. Was meine ich jetzt hier mit Kapital? Keine Sorge, Leute, jetzt nichts Schlimmes. Ihr braucht pro Versuch, den ihr unternimmt zu merchen, braucht ihr höchstens 20.000 GTA-Dollars. Also sprich, wenn ihr den Glitch First Try hinbekommt, kostet das euch maximal 20.000 Dollar. Dann habt ihr euer Fahrzeug gemercht, alles ist super. Denn in diesem Glitch geht es generell darum, halt euer Fahrzeug zu zerstören und via Moss Mutual wieder anzufordern. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und zu guter Letzt, Leute, braucht natürlich auch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und das Geile an diesem Glitch ist, wirklich, das ist richtig geil, euer Freund kann direkt mitmerchen. Das ist richtig genial. Sprich, ihr könnt merchen, euer Freund kann gleichzeitig mitmerchen. Das ist einfach wirklich das Geile an diesem Glitch. Aber ich würde sagen, habt ihr alles? Sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Denn als erstes trefft ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch einfach in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn als erstes bestellt ihr das Fahrzeug, was ihr gerne merchen möchtet. Wie gesagt, ich nehme hier einfach das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Ist das Fahrzeug geliefert worden, was ihr merchen möchtet, müsst ihr es jetzt zerstören. Also es bedeutet Raketenwerfer oder eine Haftbombe drauf und es explodieren lassen. So, ihr kriegt wieder Sterne, die Sterne einfach kurz mit Lester wegkaufen. Aber wenn das Fahrzeug jetzt zerstört ist, kontrolliert ihr es erstmal bei Moss Mutual, ob es denn auch auf der Liste steht, dass es theoretisch wieder anfordern könnt. Denn das brauchen wir später im Glitch. So, in meinem Fall ist es hier auf der Liste sichtbar, sehr gut. Und nein, wir holen uns das jetzt nicht wieder. Wir brechen das Ganze hier mit Kreis ab, das Telefonat, damit das Ganze auch schön bei Moss Mutual bleibt. Denn als nächstes bestellen wir jetzt über Mechanica unser Fahrzeug, was die ganzen geilen Tuning-Teile hat, also das Geberauto. In meinem Fall ist es hier ein Centauro mit richtig geiler Lackierung und richtig geilen gemotteten Felgen. So, habt ihr das Geberauto jetzt bestellt, dann fahrt ihr jetzt zu LSK Meet und euer Freund kommt jetzt auch zum LSK Meet. So, seid ihr beide jetzt im LSK Meet angekommen, startet jetzt einer von euch das LSK Meet Sprintrennen übers Interaktionsmenü und ist wirklich völlig egal, wer da startet. Also sprich, ob das ihr startet oder euer Freund, es ist wirklich völlig egal. In meinem Fall habe ich das jetzt einfach gestartet. So, ist das LSK Meet Sprintrennen gestartet, müssen wir als erstes einfach respawnen. Das bedeutet, nach dem Start Dreieck gedrückt halten, damit wir respawnen. Gut, seid jetzt respawned, müssen wir jetzt zur Wasserstelle fahren. Denn wir müssen gleich unser Fahrzeug kaputt machen, indem wir gleich ins Wasser fahren. So, auf dem Weg dahin könnt ihr jetzt schon mal Moss Mutual anrufen. Und zwar so, dass wir oben links unser Fahrzeug stehen haben, was wir gerne merchen möchten. Wie gesagt, bei mir ist es das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Aber noch nicht bestellen, nur dass ihr auf dem Reiter seid vom Fahrzeug. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, der ist nicht so schwer, aber trotzdem hört genau zu. Das Ziel ist es jetzt, gleich das Fahrzeug, wo wir gerade drinnen sitzen, das Geberauto, ins Wasser reinzufahren. Und achtet darauf, Leute, dass er wirklich auch ins tiefe Wasser reinfährt und nicht in das seichte Gewässer, sondern es muss richtig tief sein, dass das Auto auch wirklich kaputt geht. Sobald unser Bildschirm, ich sag mal so, gräulich wird, weil das Auto ja kaputt ist und wir theoretisch ja respawnen, genau dann müssen wir das Fahrzeug bei Moss Mutual anfordern. Das bedeutet, ich fahre jetzt hier ins Wasser rein und sobald der Bildschirm grau wird, ihr seht es auch hier gerade in Zeitlupe, presse ich jetzt hier X, um das Fahrzeug zu bestellen. Aber wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr neu spawnen, aber nicht mit dem Fahrzeug, wo ihr eben drin saßt, sondern mit dem Fahrzeug, was ihr merchen wollt. Und was heißt merchen wollt? Das Fahrzeug ist gemercht! Wie geil ist das denn? Aber es ist noch nicht abgespeichert. Falls das Ganze jetzt bei euch nicht geklappt hat, müsst ihr den Glitch leider von vorne wiederholen, da das Fahrzeug natürlich jetzt nicht mehr bei Moss Mutual verfügbar ist. Also sprich, ich könnte das leider pro Glitchversuch auch tatsächlich nur einmal versuchen, wenn ihr es nicht geschafft habt, komplett von vorne. So, habt es geschafft, so wie ich und am besten euer Freund dann auch, falls ihr gemercht habt, dann solltet ihr das Rennen jetzt beenden. Denn wenn das Rennen beendet ist, landet ihr beide in freien Modus und könnt das Fahrzeug via Los Santos Customs abspeichern. In meinem Fall habe ich aber hier gerade nur das
Fahrzeug gemerged. Das bedeutet, mein Freund war einfach nur kurz zur Hilfe dabei. Dann kann euer Freund auch die Sitzung verlassen. Das geht natürlich deutlich schneller, als das Rennen zu beenden. Denn sobald er die Sitzung verlässt, ist das Rennen abgebrochen und ich bin im freien Modus und kann mit dem Fahrzeug genauso zum LS Customs und das Fahrzeug abspeichern. Ich bin es hier bei LS Customs und ihr müsst hier nur irgendetwas umtunen. Es ist völlig egal, was ihr umtunet, Hauptsache irgendwas geändert. Denn durch diese Änderung wird das Fahrzeug gespeichert und das gemergte Fahrzeug ist safe und es geht auch nicht mehr verloren. Aber Leute, was soll ich sagen? Das war's schon mit dem Glitch-Video. Denn das Fahrzeug ist jetzt gemerged, gespeichert und der Glitch ist vorbei. Falls ihr weitere Fahrzeuge mergen möchtet, müsst ihr jetzt auch von dieser Stelle wieder komplett zum Anfang des Videos gehen und da jeden Schritt nochmal neu machen fürs neue Fahrzeug. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich würde sagen, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.